Hi und willkommen bei Coaster Couple. Ich hoffe, man versteht uns und es halt nicht so arg. Wir sitzen nämlich schon im Skyliner. Genau, wir sind gerade auf dem Weg nach Epcot. Wir trinken heute einen Salzgurken, nee, Gewürzgurken-Milchshake. Genau. Und fahren die teuerste Achterbahn der Welt. Genau. In Epcot ist nämlich gerade Food and Wine Festival. Das heißt, es gibt ganz viele kleine Stände, genau. Mit ganz vielen Spezialitäten und unter anderem auch einen Gewürzgurken-Milchshake. Von den Muppets gemacht. Ansonsten ist es das alles, dass es kleine Stände gibt von den verschiedenen Ländern. Und da nehmen wir euch dann heute auch ein bisschen mit und probieren ein paar Sachen. Genau, im Hotel waren wir noch mal kurz frühstücken. Ich hatte Mickey Waffeln. Und ich hatte einen Bagel. Ich fand, die Waffeln waren okay. Ich habe es mir jetzt besser vorgestellt. Also sie sehen besser aus, als sie sind. Die waren ziemlich crunchy. Ich habe mir die mehr so fluffig vorgestellt. Aber ich hatte ein Kids-Menü und da war auch so eine kleine Milchpackung mit dabei. Das war so eine richtige Ami-Milchpackung. Die habe ich übel abgefeiert, aber die hat noch nichts geschmeckt. Wir gehen jetzt dann wahrscheinlich direkt mal zu Test Track oder Frozen. Nee, Test Track haben wir eine Lightning Lane. Genau, Test Track haben wir Lightning Lane, dann gehen wir direkt zu Frozen und dann melden wir uns aus dem Park wieder. Wir haben uns jetzt doch umentschieden und haben sofort Ratatouille gemacht, weil es ging jetzt, wir haben eine halbe Stunde gewartet und wir sind gar nicht so früh in den Park reingekommen, deswegen, das war jetzt voll in Ordnung und die Fahrt ist auch echt cool, also das sollte man mal gemacht haben. Ich glaube, es ist aber das Gleiche wie in Paris, ist genau das Gleiche. Paris war sogar zuerst da, meine ich. Genau, das ist ein Klon tatsächlich davon. Aber es ist ziemlich cool, also mir hat es gefallen. Wir haben uns tatsächlich auch für heute entschieden, wieder Genie Plus zu kaufen, wir haben lange hin und her überlegt. Haben uns jetzt aber doch dafür entschieden, weil wir nachher noch ins Magic Kingdom wollen, zum Feuerwerk. Weil wir haben gestern Big Thunder Mountain nicht geschafft und sowas, weil das dann down war wegen dem Regen und so. Und dann haben wir gesagt, wir gehen heute nochmal 2 Stunden vor dem Feuerwerk hin, damit wir das noch machen können. Genau, die Sachen noch schaffen, wenn nicht. Und was ich euch sagen wollte bei Ratatouille, wenn ihr hier seid und ihr sitzt ganz vorne, zieht bitte eure Ohren einfach ab, Alter. Das ist voll scheiße. Ich hatte so eine große Frau vor mir, die ihre Ohren auch nicht abgenommen hat. Das war nicht so toll. Ja, egal. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt zu Frozen, weil da stehen nur 25 Minuten dran. Wir sind jetzt hier gerade in dem deutschen Pavillon und so stellen sich die Amis Deutschland vor. So sieht's nicht sehr repräsentativ. Wir waren jetzt nicht bei Frozen, weil da war eine Dreiviertelstunde. Als wir dann da waren. Ja, das war zu lang. Wir sind jetzt ein bisschen rumgelaufen noch.
waren jetzt halt bei Findet Nemo, haben uns das angeschaut, das ist ganz süß. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, ich hatte das ehrlich gesagt ein bisschen anders in Erinnerung. Es waren halt relativ viele Screens und wenig wirklich Kulisse. Also, Disney, von Disney-mäßigen her war es tatsächlich eins der, was eher Low-Tier-mäßig. Aber ich fand's cool. Ja, und der Ausstieg dann führt dann in so ein Aquarium rein. Da haben wir so ein paar Fischis angeguckt. Ein paar Haie, ein Hammerhai auch und sowas. Und die haben gerade sauber gemacht, auch das Aquarium. Ja. Das war auch interessant, das sich anzuschauen. Wir gehen jetzt halt, zu Journey into Imagination. Das ist so, da werden alle Sinne einfach angeregt. Da ist irgendwas mit Gerüchen zum Beispiel und sowas. Und das schauen wir jetzt mal an. Da sind nur 5 Minuten Wartezeit. Ja. Und danach, glaube ich, ist langsam Zeit für unsere erste Mahlzeit. Ja, genau. Noch einen Bierflight geholt und probieren mal ein paar amerikanische Biere. Was die so taugen. Ja, da ich deutscher Bierfan bin, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Mal gucken, was die kann. Wir können mal eins probieren und zu den anderen sagen wir dann später hinterher was. Willst du oder soll ich? Ich würde mal hier das ganz helle hier probieren. Also, das sieht Left aus wie... Hand, ein Ale, Amber Ale. Schmeckt nach Wasser. Und wo ist das Bier? Wir sind im Europapark. Ja! Nein.
weil Epcot hier jetzt halt eher so ein bisschen, wie soll man sagen, lernerisch ist, der Park. Also man wird hier, die versuchen hier viel beizubringen, was mit Umweltbewusstsein ist und sowas. Und jetzt halt waren wir hier gerade in diesem Pavillon The Land und haben Soarin' gemacht. Das ist so ein Flying Theater, so wie man es aus dem Europapark kennt. Und dann gab es noch so eine kleine Bootsfahrt, wo man durch so ein Gewächshaus fährt und sowas. Das war eigentlich ganz cool. Ja, es tat auch gut, dass man jetzt ein bisschen gesessen hat. Jetzt konnten wir ein bisschen unsere Beine mal ein bisschen entspannen und mal ein bisschen Klimaanlage, weil es ist echt verdammt heiß, ey. Vorher haben wir Test-Track gemacht. Genau, also ich war ein bisschen enttäuscht. Also ich habe genau das erwartet eigentlich. Das ist halt wie Autofahren, ne? Wenn man Auto fährt, dann ist es nichts Besonderes. Ja, bevor man rausfährt und so ein bisschen Speed da gibt es so einen kleinen Dark-Ride-Part und genau, sowas. Ja, wo das man ist so ein bisschen cool. Testet, wie ist die Brems-Ding und wie ist, wenn du rutschst und so. Das ist eigentlich ganz cool. Das Interessanteste fand ich, war mein eigenes Auto zu designen. Das fand ich das Interessanteste. Aber so ist auch ganz okay. Mal einmal gemacht haben und dann ist okay. Wir haben uns jetzt die Unnecessary Hot Wings geholt. Die an der Kasse hat mich gefragt, magst du wirklich scharf? Willst du die wirklich haben? Ja, ein bisschen Angst habe ich. Und damit wir das abkühlen können, haben wir uns einen Gurkenmilchshake noch geholt. Wir probieren mal. Die sind scharf. Die sind wirklich scharf. Aber gut? Ja, schmeckt sehr gut, nur sehr scharf. Aber ist auch nicht so, dass man es gar nicht essen könnte. Probieren wir mal den Shake. Und wie eklig ist es? Sehr. Also echt? Es schmeckt nach Gurke. Es schmeckt nach Gurke. Es schmeckt nach Gurke, aber so ein bisschen süß. Also es hat so eine leichte Note von Gurke. Nur es ist wie wenn du Vanilleeis nehmen würdest und da quasi Gurke dazu mischst. Also ich finde, man kann es trinken, also es ist jetzt nichts, was ich wegschütten würde oder so. Aber die Wings machen mich gerade okay, die Hitze kommt. Die brennen gerade noch nach. Die Hitze kommt spät. Aber es ist sau lecker, also wirklich. Also das hat jetzt 7,50 Dollar gekostet, das habe ich gesehen. Und was hat das gekostet? Ich glaube, ich habe zusammen irgendwie 13 irgendwas bezahlt, das war jetzt nicht so teuer. Die Wings. Also ich bin jemand, der wirklich scharf isst, ne?
sehr viel und je schärfer, desto besser. Aber ich erleide gerade Höllenqualen. Es ist wirklich ziemlich heftig. Ich kämpfe gerade mit mir. Jetzt ist der Milkshake doch nicht mehr so eklig. Nee. Es tut gut. Von den Wings gegessen habe und heute Mittag auch nicht von der Poutine, hatte ich jetzt ein bisschen Hunger, deswegen habe ich mir jetzt nochmal Corned Beef geholt. Sieht eigentlich gut aus. Wir wollen noch mehr Leute. Ist geil? Ist gut. Es ist sehr geil. Das bräuchte es öfter bei uns, so Sachen, so Loaded-Dinger. Ist richtig gut. We could not have reached you so easily were it not for the Cosmic Generator, an advanced piece of Xandarian technology that creates jump points, artificial tunnels that act as shortcuts, linking distant points in space. Hey, I've locked onto your vehicle. We'll be right behind you. Nothing to worry about. Unless we cannot stop this unusually large man, then you're likely doomed. Trex! Good luck! You're gonna need it. Boys, no one's gonna stop rock and roll from existing. What have we done? I think we're going back. Gerade Guardians gefahren und das ist immer noch die geilste Achterbahn der Welt. Es macht einfach mega Spaß. Es ist nicht das so ist der Hammer. Ich bin also immer noch voll geflasht. Aber es macht halt einfach Spaß. Man ja, es ist nicht super frillig, aber du hast einfach Spaß dabei. Es ist so gut. Ja, ey, wir müssen es auf jeden Fall noch mal fahren. Auf jeden Fall.
kommen jetzt gerade aus dem Magic Kingdom. Wir sind nämlich nach Guardians darüber gehoppt zum Feuerwerk. Sind vorher noch Big Thunder Mountain gefahren. Es war eine Nachtfahrt. Das war ziemlich cool, ja. Das hat Spaß gemacht. Ja. Und das Feuerwerk war auch super schön. Ja. Das weckt so ein bisschen Kindheitserinnerungen einfach. Auch wenn es nicht die alten Lieder sind, so von früher, die wir so aus der Kindheit kennen. Aber ja, trotzdem. Mir hat es auch gefallen. Einfach was in einem. Es war sehr schön. Dann jetzt halt die Rückfahrt war anstrengend. Also das ist halt, wenn 100.000 Leute gefühlt da vor dem Schloss stehen, sich das angucken und sich dann einfach umdrehen und nach Hause gehen wollen. Das war schon anstrengend. Also wir sind auch fix und alle, wir sind jetzt, keine Ahnung, 27 Kilometer heute gelaufen oder was. Der Tag heute war echt anstrengend. Mhm. Seit morgen machen wir ein bisschen langsamer. Mhm. Morgen gehen wir in die Hollywood Studios. Genau, dann fahren wir so Sachen wie Rise und Rock'n'Roller Coaster und das sowas. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt und ihr noch nicht abonniert habt, jetzt ist der Zeitpunkt. Genau, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Gute Nacht.